Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Wir sind jetzt wieder hier, oder besser gesagt, wir machen weiter mit der Biggerun-Quest. Und zwar wollen wir dem guten König mal das Augentropfenrezept zeigen. Wenn Navi ihn da jetzt mal anvisieren würde, ja, so. Und jetzt zeigen wir ihm das. Oh, das ist eine Augentropfen. Nun, wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Labor am See. Dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Werdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Ja, klar werden wir das. Und zwar haben wir jetzt, finde ich sehr lustig, einen Glotzfrosch erhalten. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen, das Ding Glotzfrosch zu nennen. Und wir haben jetzt das Problem, dass das Ganze auf Zeit geht. 3 Minuten haben wir Zeit. Ich nehme schon mal die Ocarina auf einen der gelben Dinger da oben, damit wir gleich Epona zu uns rufen können. Und dann schnell zum Heliasee reiten. Wir müssen nämlich dann dem Typ, wie uns König Zora auch gesagt hat, dem Typen... Und komm, durch hier. Ah, nein, du sollst nicht lesen. Dem Typen in dem Labor müssen wir den Glotzfrosch geben. Der bastelt uns dann eine Augenmixtur, Augentropfen daraus. Und die müssen wir dann ganz schnell auch wieder ein Zeitspiel, zu dem guten Biggerun bringen. Der uns dann endlich das Biggerun-Schwert bastelt. Und dann haben wir auch die Biggerun-Quest erledigt. Werden uns dann aber noch ein paar Herzteile sichern. Werden uns bei den Goronen aber schon mal die Melodie für den nächsten Tempel holen. Damit wir dann da nicht nochmal hin müssen. Weil wenn wir gerade mal beim Biggerun sind, das ist ja nah bei den Goronen. Dann können wir das direkt mitmachen. Okay, komm Link, gib Stoff. Und jetzt machen wir Folgendes. Der Heliasee ist genau auf der anderen Seite. Ach komm, beeil dich. Epunas Lied. Gute Frage. Ich hab mal wieder keine Ahnung. Och man, also das Lied sollte man nun wirklich kennen. Zelda Star Epunas. Ja. Und jetzt wird Epona geschwind zu uns reiten. Hoffe ich zumindest. Wo ist sie? Da ist sie. Und komm, gutes Pferd. Auf geht es. Auf zum Heliasee. Und nur noch 1:30. Ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe. Ich bin gerade mal überlegen. Wie kommen wir denn am besten vom Heliasee zum Biggerun? Da bin ich... Ja! Nee, ist klar. Ich bin falsch. Das auch noch. Ach, wo ist denn der beschissene Heliasee nochmal? Ach, da unten. Oh, nee. Wir waren doch richtig. Aber wir haben den Umweg genommen. Ja. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Oder vielleicht doch? Komm, wenn er... Ja. Er springt natürlich nicht... Ja... Dann komm, gib Gas jetzt. Eine kleine Hoffnung besteht noch. Oh, 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 Leute. Das wird knapp, das wird knapp. Das wird ganz schön knapp. Aber doch, doch, wir schaffen's noch.
Steig ab, beeil dich, geh doch rein! Geh rein da! Oh, 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 oh. Und jetzt hier! Es sieht ganz aus. Sprich, Mann! Hallo! Ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hylia-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Ja, und jetzt da. Wir können ihm endlich den Glotzfrosch geben. Oh, wow. Ich habe keinen Glotzfrosch mehr gesehen, seit Zoras Reich von Eis überzogen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mir mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Ja, hört sich nicht so appetitlich jetzt an. Großartig. Richte König Zoras meinen Dank aus. Bitte, was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen für Bigoron herstelle? Oh, wie außerordentlich schade, das hättest du gleich sagen sollen. So, jetzt macht er da schnell was. Aber ich bin gerade überlegen, wie gehen wir jetzt am besten dann zum Bigoron? Bitte sehr, diese Medizin ist nicht lange haltbar. Eile so schnell wie möglich zu den Goronen, du bist ja noch jung und hast flinke Beine. Jo, mach mal. Du hast Glotzfrosch-Augentropfen, ja, boah, ist klar. 4 Minuten, scheiße, das ist nicht lange. Durch die verlorenen Wälder, habe ich überlegt, bringt uns aber, glaube ich, nicht viel. Ja, geh. Wir werden jetzt ganz einfach es versuchen. Und zwar werden wir versuchen, über Kakariko... Ja, das ist Epona live. Macht bei jeder Scheiße Stress. Ja, das kann jetzt schon wieder alles so knapp werden, dass wir es dann wieder nicht schaffen. Und dass das dann an irgendwie so auch 10 Sekunden wieder hängt oder so. Weil Epona hier wieder nicht drüber da wollte und... Oh. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, nicht, dass ich wieder falsch gehe. Kakariko ist da oben. Ja, komm, Epona. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Wir müssen dann ganz schnell den Berg hoch. Oh, 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 oh. So wie ich das Scheißpferd kenne, geht's hier dann gleich wieder irgendwo nicht runter. Oh. 2 Minuten 50. Und mein Part hier ist gleich auch zu Ende. So, hör auf, da so lange auf dem Pferd rumzumachen und komm. Jetzt müssen wir also in 2 Minuten 30 den ganzen Scheißberg besteigen bis oben. Da, wo die Fee ist. Wo wir als kleiner Link die Fee getroffen haben und wo die dumme Eule uns mal wieder vollgelabert hat. Ist das zu schaffen? Ist eine gute Frage. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, bekanntlich. Deswegen hoffe ich, wir schaffen es noch. Aber mein Part ist jetzt gleich hier auch zu Ende. Und da muss ich dann gleich mal einen kleinen Halt machen. So, und zwar machen wir den Stopp. Machen wir hier. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.